Also ich muss ja gerade ehrlich sagen, ich war hier schon keine Ahnung wie oft, aber ich bin noch nie selber gefahren, deswegen freue ich mich drauf. Entweder Straßen, nee, Stadtkurs so. Ja, das ist das Fahrerlager. Hier ist noch was relativ Geheimes, und zwar The Future of DTM. Das, der Prototyp des DTM Electrics. Und ja, sonst hier wollen wir jetzt halt mal Trainings wie wie immer. Und ich freue mich drauf, wir haben gestern noch ganz coole Bilder gemacht, da können wir jetzt mal hier ganz kurz so, so ein Bum 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 machen. Und ja, das ist auf jeden Fall mega schön geworden. Und ja, mehr gibt es eigentlich zu erzählen, wir sehen uns danach. Freitagabend, ich bin relativ fertig, aber wir hatten jetzt gerade noch ein paar Meetings und es hat sich ein bisschen gezogen, so gezogen, dass die ganzen Mechaniker schon weg waren und die ganzen LKWs zu sind und mein Rucksack und alles mit meinen Schminksachen und Haarwischte und Badekabeln im LKW ist richtig cool, aber morgen früh Quali, ich freue mich drauf, es wird einfach fucking tight, Entschuldigung für den Ausdruck, und dann mal schauen, Daumen drücken und dann wird das alles morgen. Samstagmorgen so winkt mir, ich esse mein Croissant in der Hand und ich wollte noch ganz kurz zu gestern Abend was sagen, wir hatten da so Hotel Problems, deswegen konnte ich da nicht so viel reden. Aber gestern war eigentlich echt ein positiver Tag, ich meine, ich bin das erste Mal am Nürburgring gestreckt, das ist richtig geil, macht mir mega Spaß, vor allem wieder Stadtkurs, relativ viele Bodenwellen, die Wände sind nah, aber auch die Mauern, aber es ist trotzdem richtig geil, macht mir echt Spaß. Lief auch ganz gut, wir waren am zweiten Freitag, ich war 13. Und im ersten, ich glaube 14 oder 15. Von daher die besten freien Trainingsresults, die ich hatte bis jetzt. Und es ist halt einfach so eng zusammen hier. Also ich meine, Rundenzeit sind 49 Sekunden. Und keine Ahnung, so normalerweise freust du dich halt, wenn du ein Zehntel schneller bist. Hier freust du dich halt einfach, wenn du 300 schneller bist, weil du einfach weißt, es kann Positionen machen. Von daher, ja, mir taugt es richtig. Wir haben jetzt ein Quali 1, drückt mir die Daumen und hoffentlich läuft es ganz gut. Ah!
Kein Klickspringer, den ich will und nicht aufs Video will. Ich hab keinen Bock. Also, Rennen 1. Wir sind von 18 gestartet, weil ich ja die Crit Drop hatte. Von 15 im Quali, dann noch 3 Plätze nach hinten bin ich von 18 gestartet. Und ganz ehrlich, der Start war ein Chaos. Ich weiß auch nicht, wieso der Start so gestartet wurde, weil war halt ein kleiner Mess. Aber egal, auf jeden Fall sind wir dann ganz lang gefahren bis Runde 65. Sind dann im Strich 13er geworden. Die Pace war eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich auch relativ zufrieden. Ich glaube nur, dass wenn ich halt im Quali besser wäre, morgen, ich dann auch dementsprechend weiter vorne wäre im Rennen. Dementsprechend versuche ich morgen im Quali alles rauszuholen, damit es dann alles gut läuft. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Morgen. Okay. Morgen, also es ist arschkalt, Entschuldigung, wir haben 1 Grad, wie man sehen kann, ist die Wiese sogar gefroren, weil es so kalt ist, aber die Sonne scheint und ich habe gerade auf dem Auto gesagt, es ist echt krass, wir sind im Oktober am Norrisring und haben ein Wochenende voller Sonne, es ist zwar richtig kalt, aber kein Tropfen Regen, gar nichts, das bedeutet was, zum Schicksal, Spaß. Also wir gehen jetzt zu Schäffler, weil ich da um 8:30 Uhr noch früher, oder kann man es natürlich auch nicht machen, danke Schäffler, okay. Danke Sören. Eine Sim-Challenge habe oder sowas, keine Ahnung. Und dann ist Quali 2, Rennen 2, ich freue mich drauf. Letzter Renntag der DTM. Aber wird geil. Wo dann auch wirkliche Rankings existieren und wo man dann mein Auto fahren kann, aber auch mit Markus Auto. Und wir haben hier hinten Markus Kollektion und auch meine SOP Kollektion hängen, damit Fans sie kaufen können und auch eben anprobieren können. Oben gibt es noch so eine Rooftop Bar, wo dann immer am Abend angestoßen wird mit einem Bierchen oder einem Aperol. Und so sieht das eigentlich aus. Also entweder wir fallen in der dritten Runde raus oder wir holen Punkte.
Nummer 50. Wir sind jetzt angezogen. Ja, was Schwarzes und ein schwarzer Hund, der sich gerade beißt. Weil wir jetzt gleich Party haben. Und zwar Mach 1. Das ist irgendwie so der Club hier in Nürnberg. Das ist so End-of-Season-DTM-Party. Und ich habe auch was zu feiern, denn heute war ein echt cooler Tag. Ich meine, ich habe mir vorgenommen, unter die Top 14 zu kommen, weil ich habe es geschafft, ich war 13. Und dann war das Ziel, die Punkte zu kommen und ich habe es wieder geschafft, ich bin 9. geworden. Von daher, das Rennen war richtig, yay. Richtig hart, mein Start war echt geil, die erste Kurve ist immer eng da, alle im ersten Gang, 20 Autos, die durch die Kurve wollen. Er ist müde. Und dann relativ viel gekämpft, hatte Marco die ganze Zeit wieder hinter mir und versucht hinter mir zu halten, hat auch geschafft, bis zum Boxenstopp. Aber ja, 9. voll happy. Und jetzt wird ein bisschen was getrunken, aber nicht zu viel, weil ich morgen um 5:30 nämlich nach München fahren muss mit dem Auto. Also in der Früh, deswegen werde ich nur ein Vino trinken und that's it. Aber vielen Dank fürs Einschalten, DTM-Saison ist jetzt vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei den nächsten Videos noch und danke fürs Daumen drücken. Hab euch alle ganz doll lieb und wir sehen uns das nächste Mal wieder.